Hallo, meine Lieben. Heute stehen wir wieder gemeinsam in der Küche und zaubern uns ein köstliches Blitzrezept, und zwar ein kleines Dessert, Low Carb natürlich, und zwar ein Mousse au Chocolat. Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. Ich esse ja von Ehrmann immer sehr, sehr gern das fertige Mousse au Chocolat, egal ob in Vanille oder in Schoko. Und das muss man ja einfach irgendwo auch selber machen können. Und das werden wir heute austesten. Was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen heute dafür nur drei Zutaten: ein Becher Schlagsahne, 25 Gramm Schokolade und zwar mindestens mit 85-prozentigem Kakaoanteil. Ich habe hier 90-prozentigen Kakaoanteil genommen und ein Esslöffel Xylit. Den habe ich hier schon zu Puder gemahlen, damit er sich besser verbinden kann. Das kommt jetzt alles in meinen Topf hier rein. Das wird jetzt einfach alles kurz erhitzt. Bis alles geschmolzen ist. Und dann geht's für 2 bis 3 Stunden ab in den Kühlschrank. Wie man sieht, jetzt ist alles geschmolzen und jetzt kommt's zum Abkühlen erstmal für 3 Stunden in den Kühlschrank. Und da muss man wohl aufpassen, dass die Masse gut durchgekühlt ist, also mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank, wenn nicht sogar über Nacht. So, nach 3,5 Stunden kommt jetzt die Masse einfach nur in meine Auflaufschüssel. Was sage ich denn nicht in meine Auflaufschüssel, in meine Rührschüssel? Und schlag die dann einfach auf. Aus der einen Masse habe ich jetzt eben die zwei kleinen Gläschen rausbekommen. Und jetzt müssen wir natürlich noch den Geschmackstest machen. Ich habe sie jetzt noch mit etwas Himbeeren garniert und mit meiner selbstgemachten Schokolade. Die kann ich euch gern oben verlinken. Die könnt ihr euch gern auch mal anschauen und auch gern mal nachmachen. So, jetzt machen wir den Geschmackstest und ich bin wirklich gespannt. Die Schokolade, die kennen wir ja schon. Schmeckt nach wie vor. So. Lecker. Richtig lecker. Man sieht hier, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen ärger schlagen können. Sie wird jetzt schon ein bisschen wieder flüssig. Aber ist der Hammer. Probiert das einfach aus. Und nicht vergessen, das ist Sahne. Das heißt, die hat schon ganz schön Wumms. Sollte man natürlich dann einfach auch dosiert einsetzen. Aber wenn man wirklich eine Low Carb Dessertmöglichkeit haben möchte, die vor allem auch sehr schnell geht und einfach, die Dinge hat man normalerweise zu Hause in der Low Carb Küche, dann ist es einfach perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video von mir und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann!